went. You remember this story in Joshua? 12 spies who went and sent to scout at the promised land. Amen. Und für unsere Opfergabe habe ich ein Thema. Ich erinnere mich an die 12 Spionen, die losgeschickt wurden. Yes. Well, 10 of them, they were fear. They spoke fear and doubt. Und 10 von denen haben Angst gehabt. Die haben gesprochen mit Verzweiflung. But Joshua and Caleb chose to speak words of faith and confidence in God's promises. Und die haben mit Zuversicht gesprochen und mit Glaube gesprochen. Let us open the word in Numbers 13, verse 30. Numbers 13, verse 30. The scriptures tells us, then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take position, for we are well able to overcome it. Amen. In der 4. Mose 13, 30. Und Caleb beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, lass uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewisslich überwältigen. Amen. Amen. We are well able. Tell yourself, I am well able. Wir sind mehr als fähig. Sag, amen. Sometimes we are the one who really, because of our disconnection, or we have doubts and fear, then we don't get the blessing from the Lord. Amen. Das, manchmal es ist nur unsere Verzweiflung und Angst, dass wir in Verbindung getrennt sind. Look, their words of faith pave a way for the entire generation. Sieh, das ist, es gibt ein Wort für Glaube, für unsere gesamte Generation. To enter into a blessing that God had prepared for them. Und in einen Segen zu gelangen, was Gott ihnen vorbereitete. Amen. So there is power when we have faith, when we believe. So es gibt Macht, wenn wir also in unserer Glaube, aber nur wenn wir glauben. Why did I choose this for the offering? Warum habe ich das ausgewählt für unser 10. Offering? You know, we have a lot of offering verses, but just the Holy Spirit just giving me this one verse that it's very important that every time you give, you pray and speak blessing of what you give. Amen. Wisst ihr, warum ich das ausgewählt habe? Denn jedes Mal, wenn wir uns geben, wir beten dafür, bevor wir geben. Amen. You are declaring promises over your life and family. Denn dadurch deklarierst du Verheißungen Gottes durch oder für deine Familie. And positioning yourself to receive His abundant provision. Und dich in der Lage bringen, seinen Segen zu empfangen. My prayer is that, you know, as I said, we are generous giver. Yeah, that we always have, when we give, we always have that faith. Amen. When we give, especially the holy portion, which is our 10%. Amen. Mein Gebet ist immer das, und ich glaube daran, dass wenn wir haben, wir können geben. Deswegen bete ich, dass wir immer haben. Because the enemy can really torture our mind or put something that, you know, that's why the job description of the enemy is to steal, yeah, kill and destroy. So the enemy will just bring doubts or fear. If you give your money now, how about your tomorrow? Amen. Yeah, that's the works of the enemy. But Jesus said, give and it shall be given back to you. Amen. I promise, for that abundance comes from Jesus. Amen. Denn der Werk des Feindes ist uns zu täuschen und zu vernichten. Aber Gott ist Gott möchte, dass wir uns nicht täuschen lassen. Amen. Yeah. Fear not. Mm-hmm. Yes, fear not. Hab keine Angst. And don't doubt if God can bless you. God is really blessing you. He is the Vanessa who brought you this far. Yeah, und zweifel nicht an deinen Segen. Nur Gott kann dich segnen. Where you are right now, it's not because of your ability. Wo du bist, jetzt
ist nicht deine Fähigkeiten. Every morning. Yeah, it's not because of the alarm that you wake up. It's because of Jesus that you have given you life again. So arise and work. Amen. Jeden Morgen, dass du aufstehen, nicht nur weil der Wecker geklingelt hat, aber durch die Kraft Gottes. Amen. So let's obey God and honor Him in the midst of our situation. All of us, we have different situations in life. But honor God. Honor God. Lass uns den Herrn ehren in unser Leben. There is a blessing in putting God first in our lives. Es gibt so viel Segen, wenn wir ihm vorher setzen. And when you are faithful with the little, much will be entrusted. Und wenn ihr in Kleinigkeit vertrauenswürdig seid, werdet ihr in Mehrheit auch anvertraut. Amen. Amen. As I said, because of your giving, we continue to be in this place because you are the hands and feet of Jesus. Amen. Remember that. Wie gesagt, weil ihr gegeben habt oder eure geben, werden wir weiterhin als Gemeinde, ihr seid oder wir sind die Füße und Hände Gottes. Amen. Amen. Give so that there is food in the house of the Lord. Give damit genügend Nahrung im Haus Gottes. Amen. Amen. We lack no good thing when each and every one of us we are generous. Amen. Wenn wir jeden von uns großzügig sind, werden wir uns nichts mängeln. And when you read that word in Malachi, at the end, God said, "And God will call you blessed." Und wenn wir das Wort in Malachi lesen, Gott wird uns gesegnet. Amen. 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 So there is always action of what we believe. Es gibt immer eine Handlung für was wir glauben. And He will fulfill His promises in your life in Jesus' name. Und wird seine Verheißungen erfüllen in Jesus' Namen. Yes. Amen. So let us give our tithes and offering. So lass uns unsere Zehnten und Opfergabe geben. Amen. Please raise your hand. God loves a cheerful giver. Bitte, Gott liebt den freudigen Geber. Yeah. Bitte, our ushers are there. Heb eure Hände, wenn ihr einen Umschlag brauchen. Unsere Platzanweiser sind da. Euch. Amen. We are not tired of doing good. Wir werden nicht ermatten oder wir werden niemals müde sein. Knowing that everything that you do and give in this house, we use it properly because we are accountable to the Lord. Amen. Zu wissen, alles, was wir hier gibt und tun, wir gebrauchen das ordentlich und gerecht für uns. Amen. Yes, hallelujah. We cannot give if God has not given us. So, and God bless you. So, thank you that you love to give. God hat uns gegeben, deshalb sind wir, geben wir. Amen. Gott segnet euch. Amen. Amen. Let us pray for our tithes and offering. Lass uns beten. Yeah, gracious God, thank you that, hallelujah, you are the source of everything. Gnädige Gott, danke, dass du die Quelle für alles. We are not tired of doing good because you are not tired of giving us good. Wir werden nicht müde sein, Gutes zu tun, denn du wirst niemals müde sein, uns Gutes tun. Lord, we release our tithes and offering this morning. Werden unsere Zehntel und Opfergabe. Thank you, Father God, that you know our hearts. Our heart is always, Lord God, willing to be used by you, especially in your house. Du kennst unsere Herzen. We pray for your blessing. Wir beten für deine Segen. And we pray that you continue to bless each and every one of us for us to continue to be a blessing. Und wir werden weiterhin beten, dass wir Segen sein und weiterhin Segen sein. Bless those people who will give today and those people who give through the church account. Segne allen, die heute gibt und auch die in unserer Bank. And even those people who cannot give today, Lord God, remember them and bless them for them to be a blessing. Und sogar die, die noch nicht geben können, segne sie Herr, damit sie geben können. Thank you, Lord, that you are our source. Danke, Herr, dass du die Quelle. We love you and we honor you. Wir ehren dich. In Jesus' name. In Jesus' name.
Amen. God bless you, church, as you give in the house of the Lord.